Mal hier ABK. Wie mich das abfuckt, wenn meine Kollegen in meinem Zimmer Joints bauen und dann hier nichts wegmachen, Alter. Junkie-Freunde, Alter. Fangt immer an zu kiffen und kauft euch auch sowas nicht. Richtige Einstellung. Außer Zeug von Sammy ist richtig krass, muss ich ehrlich sagen. Ich schwöre auf Koran, ich hab noch niemanden gekifft. Nee, Rulla, wirklich nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor kurzem auf YouTube ein Video. Bro, dein Desktop fuckt mich so übertrieben ab, Digga. Das kotzt mich so an. Entdeckt, da geht's um Corona, Morana, Orana, Borana. Und ich muss auch vorweg bei diesem Video sagen, ihr kennt mich. Ich interessiere mich sogar für Verschwörungstheorien. Hab selber sogar Videos gemacht. Schau mir jede Nacht Creepypasta und so gruselige Sachen an. Aber das. Bro, ich koch mir jeden Tag Creepypasta. Das erste, was ich schon mal mache, richtig krass hinterfragen. Geh mal mit der Einstellung dran. Da steckt zwar das Wort Schwören drin, aber das ist hier mein Kanal und sagen, ich schwör auf meine Mutter und dann lügen. Dieses Schwören, was aber keinen Wert hat, deswegen Verschwörung. Auf jeden Fall geht es in der Doku um Leute, die nicht an das Coronavirus glauben. Safe, Bro, safe. Da gab es einen ausschlaggebenden Kommentar, der mich dazu inspiriert hat, dieses Video zu machen. Darum werden heutzutage noch Schuhe mit Klettverschluss für Erwachsene verkauft. Schnell gerät die Demo auf der Friedrich. Digga, das hat mich so getriggert, Alter. Das hat mich so sauer gemacht, Mann. Straße ins Stocken. Wir haben die Straßen, die Seitenstraßen. Wisst ihr, was richtig geil wäre, Leute? Wenn mal jetzt einer reingehen würde und die ganze Zeit so macht. Und dann gucken, ob die alle so wegrennen. Und dann weißt du, aha, das sind gar keine Gläubigen. Digga, das hat Am mich Ende schien die Revolution dann doch wichtiger als das Virus. Auf die Rum, Alter! Ihr nehmt mich wegen nichts an! Boah, habt ihr das Knacken Alter, gehört? Digga. Mortal Kombat! Das war der Elektroschocker-Handschuh, Digga. Junge. Ich bin hier, weil wir nicht das akzeptieren können. Bro, du hast einen Mundschutz an, bis auf eine Anti-Corona-Demo. Was ist dein Vibe? Ganz einfach. Was die da oben machen? Waldhof Mannheim heißt Widerstand. So ein Ding. Einfach wie so ein Fußballtrainer. Ich bin hier, weil wir nicht das akzeptieren können. Ganz einfach. Was die da oben machen? Für mich einer der wichtigsten Demonstrationen. Eine Schicksalsdemonstration für Deutschland. Perfekt, Bro. Als offensichtliche Risikogruppe darauf zu gehen, I don't know. Und ich hab heute übrigens einen Corona-Test gemacht, war sau unangenehm, Alter. Weil ich vor Schweden sicher gehen wollte. Freue mich, dass so viele gekommen sind. Also der. Bro, der ist ganz woanders hängen geblieben. Das ist eine andere Epoche. Der ist in einer anderen Epoche noch. Er ist auf jeden Fall Moslem. Er sagt irgendetwas vom Koran. Irgendetwas Gutes. Der hat gesagt, nimm das weg und mach Junge. Mir die Musik an. Willst du so sterben? Das ist dein letzter Moment. Dein letzter. In Warnweste gegen die Weltverschwörung. Dieser Mann hier ist Anhänger der QAnon-Bewegung. Digga, QAnon, so braindead. Ja, die lassen Babys gegeneinander kämpfen und das Baby, was verliert, von dem wird das Blut getrunken. Ach so. Der Grund, warum diese gelbe Farbe bei ihm wirklich einen Sinn macht, ist, dass er aussieht wie der Synchronsprecher von SpongeBob. Der denkt, der wäre gerade bei Rugby spielen in Neuseeland. Guck mal, die. Digga, die sind ja wirklich komplett verrückt. Armen kleinen Kinder im Kinderwagen wissen gar nicht, was abgeht, können sich da. Die armen Kinder wirklich, die Eltern. Was, stehen einfach in einem Wagen da ohne Maske auf die geschissen, werden einfach damit reingezogen. Leute, wir sollten alle mal wirklich einen fetten. Wir sollten alle mal gegen den Virus tanzen, Alter. Um den Virus mal zu zeigen, Digga. Ganz ehrlich, Mann, wir sollten einfach mal gegen den Virus tanzen, um zu zeigen, wer die Eier hier hat. Bastis, Alter. Ich bin dafür, dass alle, eigentlich alle Maßnahmen, also. Das. Oh, scheiße, Mann. Seht mir nicht nach einer Demo aus. Das sieht mir gerade einfach nach Abitur-Motto-Woche aus, Alter. Digga. Abstand, bitte Abstand. Abstand. Genau. Gehen Sie bitte Abstand. Ich meine, Sie wollen doch jetzt hier kein Virus. Also gehen Sie Abstand. Gehen Sie auf Abstand, bitte. Hör, Frau, stellen Sie mal bitte mal die Kopfhörer ab. Einfach so schizophren. Ich demonstriere hier gegen den Virus, aber du Polizist, Ordnungsamt, hältst bitte Abstand. Ich hab hier auch ein Lineal dabei, wo ich mit ausmessen kann, wie viel Abstand du halten musst, ja? Bitte gehen Sie 2 Meter weg von mir. Das könnte Heike sein. Ehrlich muss ich zugeben, sehr gut abgepackt. Es tut mir so weh in meiner Seele. 10 Jahre kämpfe ich schon für diese ganzen Lügen. 10 Jahre kämpft er schon für die Lügen. Bro, das ist insane stark. Das ist wirklich gut, Mann. Seit 10 Jahren kämpft er für die Lügen. Wie er dann so realisiert und. Oh. Cringe, das war, Junge. Wie der da so alleine steht.
Bild gar keinen Zuspruch bekommt von den ganzen anderen Leuten. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen ASMR-Video. Oh, danke. Heute mit Xavinato. In verschiedenen Ländern der Erde. Ja. Einfach Down-Syndrom was kriegen, Alter. Xavinai, du, gibt's da größten Verschwörung überhaupt, Alter? Geht bei RTL in die Jury, DSDS, der selber der größte Fake-Publikum, richtig mit Seele verkaufen hat, das zu tun. Kommt er mir jetzt an mit sagen, oh mein Gott, die von da oben, die von da oben. Herr Gates propagiert einen Impfstoff, der in das Genom, in das genetische... Ein RNA. Genau. Digga, also ganz ehrlich, ich hatte ja Bio wirklich eine 5, aber da bin ich ja sogar mehr drin als die beiden, Alter. Also da sind auf jeden Fall einige Genome verkorkst, Digga. Greift in das genetische Material ein von uns. Ja, ja. Ich bin eine Ärztin, aber bin Reddit aus der 5. Klasse Hauptschule, oder? Die sagt, dieser Corona-Impfstoff soll DNA verändern, dies, das. Wo sind die Beweise? Den Impfstoff gibt's noch gar nicht. Nein, aber der wird das machen. In 8 Autos steuert die linke Reisegruppe Richtung Villenviertel, um ihren Gegnern mit schlechter Musik die Hölle heiß zu machen. Voll die geile Musik, das labert die, Alter. Wollt ihr mal schlechte Musik hören? Die Kanzlerin hat unsere... Ach, Digga, also der Typ. Da sieht man mal wieder, Simon Unge, vegane Ernährung tut dem Gehirn einfach nicht gut. Unsere Gesellschaft massiv verändert und hat dem deutschen Volk massiv geschadet. Ja. Der Typ hier ist wie Ex-Muslim mit Religion, ist der mit Verschwörungstheorien. Dieser Jonathan Franks oder wie der hieß, das ist der Jonathan Franks von 2020. Nur dass seiner Meinung nach alle Geschichten war. Unter dem Motto Nie wieder Avocadolf demonstriert... Nie wieder Avocadolf? Was? Was, Digga, was? Am Abend die Antifa vor einem veganen Restaurant. Inhaber ist Koch Attila Hildmann. Recht und Gesetz, das... Ah, okay. Das kennt Merkel nicht, 15 Jahre kennst du das nicht. Dieser Typ hat durch Corona-Krise seinen Hype bekommen. Der hat nicht so wie seine ganzen Follower minus gemacht durch diese ganze Corona-Krise. Wie kannst du da die ganze Zeit propagieren, dass nee, Corona, aber dein Restaurant öffnen? Wenn der doch während der Corona-Krise jetzt sein Restaurant geöffnet hat, dann hält er sich ja auch wohl höchstwahrscheinlich an diese Maßnahmen. Ja, muss der ja. Also beugt er sich doch dem System. Ich frage Sie, warum sterben in Italien so viele Leute an Corona? Und in Deutschland niemand. Weil wir uns an die Verordnungen halten, weil wir Abstand halten, weil wir einen Mundschutz haben, weil wir ein gut ausgebautes Gesundheitssystem haben, weil wir Pandemie und Krisenherde direkt eindämmen und rückverfolgen, weil wir eine funktionierende Corona-App haben, weil wir tatsächlich einfach deutlich gewissenhafter damit umgehen und weil wir früher erkennen. Ja, weil in Italien das Gesundheitssystem schlechter ist. Ganz genau das. Außerdem, was labert die davon wegen, niemand in Deutschland ist daran gestorben? Die leugnet gerade einfach die Todesopfer, die es in Deutschland gab, Alter. Ehrenlos. Weg mit diesem System. Weg mit dieser BRD. Wir wollen unseren Kaiser zurück. Perfekt, Bro. Es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir den Kaiser zurückholen. Definitiv, Digga. Definitiv ist das... Achso, Junge. Bruder, hätten wir einen Kaiser, der hätte dein Leben gefickt. Dann hättest du gar keine Demos machen dürfen. Wo ist das Gesetz geschrieben, dass man eine Maske tragen muss? Es gibt ein Pandemie-Schutzgesetz. Genau da stehen solche Verordnungen drin. Das ermächtigt genau dazu. Warte, hier. Wir können ja jemanden anstecken. Mit was denn? Corona. Was ist das denn? Digga, ich hab so Bock. Ich würde gerne auf so eine Demo einfach Leute schlagen. Ich bin ehrlich, aber... Corona? Mein Lieber, wir haben so viel Viren in uns und ein Corona mehr oder weniger macht uns nicht kaputt. Genau. Ich schwöre, diese Leute hier, das ist ein richtig, richtig ignorantes und arrogantes Verhalten. Guck mal, das Gesetz gibt doch nicht umsonst so Maßnahmen vor. Das ist doch zum Schutz, zur Gesundheit deiner Mitmenschen. Nur weil du jetzt eine ganz, ganz andere Meinung hast, scheißt du komplett drauf, willst du da ohne Maske rumlaufen und 1000 Leute anstecken. Damit gefährdest du alle anderen Menschenleben. Ich habe ein Problem damit, dass die Grundrechte so ein bisschen eingeschränkt werden. Bro, what the fuck, Alter? Das ist Teil des Pandemie-Schutzplans und des Pandemie-Schutzgesetzes, Digga. Das Seuchenschutzgesetz, dass dass Grundrechte wie Versammlungsrecht und sowas zum Teil eingeschränkt werden können, um die Ausbreitung eines Virus oder einer Pandemie nicht so schnell voranschreiten zu lassen. What the fuck, Alter? Das ist Teil des Ganzen, Mann. Es ist nicht nice und wir fucken uns alle darüber ab. Aber du musst doch dafür nicht demonstrieren gehen, Mann. Es ist ja nicht so, als würde dir verboten werden, deine Meinung zu äußern oder sowas, Digga. Ich rast aus, Mann.
also Reiseverbot, Berufsverbot. Mann, es macht aber Sinn, Alter! Freunde von mir sind pleite gegangen, das finde ich nicht so witzig. Ja, das findet keiner witzig, es ist eine scheiß Zeit, es ist wirklich eine scheiß Zeit. Aber uns in Deutschland, Mann, geht so fucking gut, Bro. Imagine, du lebst in einem Staat wie der USA, wo es kein vernünftiges Sozialversicherungssystem gibt. Oder in fucking Brasilien unter Bolsonaro oder Bolsonaro, wie heißt der? Keck. Bolsonaro, Alter, du lebst unter Bolsonaro, Digga, der das aktiv einfach leugnet, Junge, und jeden Tag sterben da tausende Menschen, Junge, es gibt kein Gesundheitssystem, es gibt kein Sicherheitsnetz, es gibt nichts, Alter, wir handeln diese muttergefickte Krise so goddamn gut, Digga, wir handeln diese muttergefickte Krise so goddamn gut. Amena, wir haben eine Corona-Soforthilfe sofort auf den Weg gebracht. Wir haben eine App, Digga. Wir haben so viele Sicherheitsmechanismen in diesem Land. Mein Gott, Digga, wir zahlen so tamm viele Steuern, damit es uns allen so gut geht. Und mich kotzt es so sehr an, dass solche Leute das alles einfach mal in einem Tag zunichte machen können, Digga. Zunichte machen können, woran sich alle anderen Leute halten. Ey, das ist einfach nur schrecklich, Mann. Das ist einfach nur schrecklich, dieser ekelhafte... Es gibt diesen ekelhaften, egozentrischen Egoismus, der davor ist, dieses wirklich fast schon angrenzend, wirklich retarded. Es ist einfach nur, ich kann es nicht sagen, Mann. Es ist einfach nur damn retarded, Mann. Also wirklich, es triggert mich so sehr. So sehr triggert es mich. Guck mal, meine Schöne. Wir alle wurden von der Corona-Krise gebeppert. Ja. Aber Leute, achtet mal bitte genau auf ihre Wortwahl. Die sagt, das Grundgesetz wurde so ein bisschen eingeschränkt. Genau das ist der Tenor von so Verschwörungstheoretikern. Zum Glück, alhamdulillah, wurden Maßnahmen seitens des Staates ergriffen, um diese Pandemie einzudämmen. Und wenn diese Maßnahmen vielleicht so Gesetze wie Versammlungsfreiheit überschatten, das ist dann scheiß auf diese Versammlungsfreiheit. Der Schutz der gesamten Bevölkerung ist doch viel wichtiger. Und jeder, der sagt, meine Grundrechte, Corona-Grundrechte. Ja, jeder, der das Grundgesetz akzeptiert, akzeptiert auch automatisch den Schutzauftrag der Bundesrepublik Deutschland. Ganz genau das. Ich möchte gerne keine Kurzarbeit mehr machen müssen. Mein Sohn hat zum Beispiel Kurzarbeit seit 100% seit dem März. Er ist zu Hause, er macht eine Ausbildung und dreht Däumchen. Die Schule findet nicht statt und Ausbildung auch nicht. Danke, Spiegel TV, dass ihr mir endlich mal einen normalen Menschen gezeigt habt, den ich hier ernst nehmen kann. Hätte mir davon mehr gezeigt, Alter. Stattdessen sind die so wie ich und zeigen nur die Sonne, die es damit die Lachgeschichte schieben können. Ihre Maske, die sie trage. Diese Maske trage ich in mir. Ach so. Ach so, ja gut, dann bist du ja safe, Bro. Das ist mein Immunsystem. Ah, ja. Ich bin der einzige YouTuber in Deutschland, der richtig ehrenamtliche Arbeit leistet. Guck mal, ich befasse mich mit so vielen behinderten Menschen. Stimmt nicht, Bro. Den muss ich dir absprechen. Ey, seit mehreren Jahren, Alter, nehme ich mit der Vive auf. Bruder, ich habe 3-mal Wildpissen und 2-mal Pimmel zeigen im Park frei, Alter. So viele Sozialstunden, wie ich jetzt schon mit der Vive-Aufnahmen angehäuft habe, Digga, kann ich das safe machen. Sei es ein Ex-Muslim, sei es jetzt diese Wash. Ich krieg Kopfschmerzen nach meinen Videos. Ich schneide die Videos, ich hab danach Selbsthass. Ich hab Mitleid mit mir. Und wenn ich noch gelb, ich kriege Hass auf mich. Digga, zu schlimm, wirklich. Zu schlimm. So.